Ja, hallo Leute, hier ist der Full Life Games mit dem. Belly, also Belmont Genau, Gabriel. der weiß nämlich gar nicht, was wir heute machen. Das ist eine ganz besondere Showdown Live, nämlich es geht eventuell nicht um die Games. Es geht um, okay, wir sehen hier das Team, es geht um Battle Options, es geht um das hier. Okay, was ist unser Lead, Belly? Oh, gegen das Team. Oh, shit. Ach, guck mal, wir Ich wissen, würde was sein sagen, Team ist. Er hat Helmet Ferrothorn, Lefty's Dual Screens, er hat anscheinend keinen. Light Clay, Flamethrower Hat er Yeti das und Ratchet. gerade in den Chat geschrieben, oder? Ja, aber nur für uns sichtbar. Ah, Also nur für keine uns nicht mehr. Sorge. Alter, das ist ja Belly, richtig, Alter. wenn du Holy willst, Belly, shit. können wir uns das Replay angucken von ihm. Aber ich glaub, das Team erstmal zu wissen Nee, reicht, das passt oder? so. Okay, wir wissen ein bisschen was. Womit wollen wir leaden, Belly? Ich würde sagen, eigentlich dadurch, dass es wahrscheinlich Scarf hier Hydra ist, würde ich einfach mit Dragapult leaden, oder? Okay, dann lieber mit Dragapult, wieso nicht? Ich Okay, meine, wir wir haben den haben Safe-Switch in seinen mit Grimmsnarl, Dragapult gegen genau. Grimmsnarl, okay. Ah, ja gut, das ist jetzt die große Frage. Das ist die Frage, geht er? Also ich schätze mal, dass er immer was ausgibt, was der beste Move wäre, oder? Ja, also guck mal, wir haben ja Choice Scarf, ne? Shadow Ball macht gegen so ein Grimmsnarl, was hat das für ein Dual Screen Set? Choice Scarf, Shadow Ball macht 21, 25, 29 und so weiter. Ich denke mal, Eugen ist hier ein sehr offensichtlicher Play. Wir sehen da auch sein Set, dem. Ich meine, der hat T-Wave, ne? Also ich glaube, Ja, wir sollten eben. auswechseln. Ja, Excadrill sollte ja. hier recht fallen sein, ne? Genau. Genau dafür ist er Super. da, dass er einen Clef und Grimmsnarl reinwechseln kann. Super, T-Wave. Okay, Na. perfekt. Und ich würde sagen, wir drücken einfach mal die Rocks, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Also entweder EQ oder die Rocks. Ist hier fein. Genau. Gut, und da würde ich jetzt einfach mal sagen, gegen würde einfach Ferrothorn. EQ'en. Ich würde einfach EQ'en, bin ich ehrlich. Wir überleben einen Body Press. Wir kriegen Damage, wenn er Hazards legen will, ist es fein. Kilichit, ja gut, jetzt ist halt die Frage, jetzt sollten wir eigentlich rauswechseln. Jetzt ist die Frage, ob Tita Kann der er Body richtige Press Play drücken, ne? ist. Ist Ja. Dragapult nicht der Play? Und Flamethrower oder so? Eigentlich ja. Dragapult ist jetzt nicht so wichtig. Ist zwar nice to have gegen Hydra, aber Tita macht da den gleichen Job. Ja, Der der böllert den einfach immer Grimmsnarl. um. Ja, genau. Geben wir den. Mal gucken mal, da möchte ich auch kelken. Ist ein bisschen langsamer. Das ist noch ein kleines Ding. Der braucht gerade noch ein bisschen. Eigentlich sollte der jede Turn gerade kelken, bei Way. aber es ist noch Beta-Status. Ich werde das gleich zwischen dem ersten und zweiten Kampf fixen. Wir drücken einfach mal Flame for Protected natürlich. Das machen wir jetzt. Wir drücken Wollen wir einfach jetzt den mal. Exka gehen? Ja, aber er kann halt Keldeo gehen, ne? Oder auch Ach Hydra. so. Ist Ja, halt aber ich meine, beides wenn er in irgendwie. Keldeo geht, dann können wir in Pex wechseln. Ich meine, was will der Aber Pex machen? Keldeo und Hydra ist halt beides das Switchen. Also deswegen, ich glaube Flamethrower ist auch eigentlich, oder? Ich meine. Oder was. Ich meine, keine Ahnung, es kommt entweder Hydra oder es kommt. Anderes Also noch. das Ding ist, so wie ich ihn analysieren würde, denke ich, dass er theoretisch in Grimmsnarl wechseln könnte, dass er dann die Screens aufbekommt. Aber gestern können wir trotzdem in der Excadrill und Ich denke aber spinnen. Flamethrower, genau. Ich glaube nicht, dass das meldet. Ich glaube, ein bisschen Chip Damage sollte trotzdem fallen, dann 23%. Oh, das Lefties. Leftover ist. Ja, Ach stimmt, genau, das das haben wussten wir ja wir. schon Das wussten gesehen, wir. genau. Wir Ja. kannten schon das Set. Wir sehen hier die Leftovers. Genau. Das ist übrigens das, kein besonders populäres Team. Das ist ein. Das ein. Ich meine, wir können das Spin jetzt. Oder wollen Ich wir in denke, ich würde Terran jetzt? eigentlich EQ'en, weil ich denke, er Kommt er wird jetzt probably Ferrothorn Mimikyu rein? gehen, oder? Ich weiß nicht, nee, wieso sollte er nicht Ferrothorn gehen? Das haben wir Rocks preserved. Ich meine, wir können auch spinnen. Also, Er das Spinnen preserved ist die hier. Rocks, weil er wieder die Rocks legen kann. Ja, das stimmt. Das stimmt, I guess. Was macht das Team gegen Ferrothorn, Belly? Tita, Excadrill, EQ'd eigentlich den um, wenn er nicht hier leecht. Dragapult ist ganz gut. Crawler Das macht hat er mit Knockoff jetzt eine Tonne. Reflect-Dame, ja. Ich meine, wir können in Packs, I guess, gehen, einfach mal versuchen, den Burn zu kriegen oder so. Ich meine, wir können auch einfach. Was würde jetzt passieren, wenn wir hier spinnen und dann in Tita gehen und dann einfach hier Firepunchen? Reflect ist draußen. Ja, weil es auch Bandit Firepunch nicht Pharaoh umböllert. Nein. Aber ich möchte sehen, wie du die falsche Entscheidung triffst. Dementsprechend gehen wir jetzt trotzdem Tyranitar. Ja. Wir würden jetzt hier Rocks nämlich legen wollen. Immer schon gesehen, seine einzige Move, der Thunderwave, aber das kann alles Tyranitar nicht hitten. Nehmen wir nochmal die Cakes. Die müssen ein bisschen schneller aktualisiert werden, damit das halt auch passt. Rein natürlich, wie gesagt, Turn per Turn sollen die kommen. Er hat tatsächlich die Lightscreen gelegt. Ja, Und das ist trotzdem interessant. Firepunch, der kann halt nichts machen. Ja, da kann uns da theoretisch Thunderwave und auf die Hex gehen. Nein, wir sind Darktide. Ach, wir sind Darktide, stimmt. Ja, dann Firepunchen wir einfach.
Stimmt, ist ein Dark-Type. Nice, nice, nice. Ja, jetzt sind wir in Fire Punch gelockt. Ja, und jetzt geht er raus. Was glaubst du, was ist mit Bandits in der Wende? Gehen wir einfach einen Dragapult. Gehen wir einfach einen Dragapult und dann U-turn wir. Wir sind Infiltrator, stimmt. Das ist eigentlich recht nice. Ja, oder wir Flamethrowen jetzt einfach. Das wäre natürlich auch geil. Der Drückel ist Protect, aber wir wollen ihn eh rausforcen. Ja, eben. Und wir gehen durch Light Screen, was ganz nice ist. Und wenn er sich. Also, ich meine, er könnte auch theoretisch hier die Dings übersehen, die. Den Lightscreen. Den Infiltrator. Und denken, dass er einfach drin bleibt. Ich würde einfach weiter Flamethrowen, oder? Ja. Genau. Grimmsnarl kommt rein. Kein Lein wenig Chip Damage. Der Diet Fast Kick ist natürlich wieder ein Reflect raus, aber das war das letzte Mal. Dann beginnen wir Tarantel, ja, würde ich sagen. Cheetah und Fire Punchen einfach. Genau, wenn man dann nicht wieder Lefties kriegt. Ja. So langsam diet er. Was ganz nice ist. Ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Cooles Ding. Und Grimmsnarl ist down. Nice. Hat das letzte Mal das Schild rausgeholt. Ich meine, Mimikyu ist immer noch nervig, ne? Aber ich meine, wir haben fürs der Bunker-Ding, ne? Und wir haben Priority. Ja, dann ab in Packs, oder? Ab in Packs und hier den umhauen. Ja, gehen wir Packs, das ist fein. Einfach hazen. Der ist live, haben wir schon gesehen. Ja, ich meine, der tut nicht, glaube ich. SD-Player auf einfach, aber wir können einfach hazen jetzt mal. Ja. Und dann können wir auch bunkern, das ist alles gut. Je nachdem, was er macht. Vielleicht ist sie dann nochmal, schauen wir mal. Ich denke, der wird einfach Shadow Clown, dann immer SD'n und wir recovern und hier. Clown, ist fein. Wir recovern. Hazen. Aber wir haben halt Zen. Der geht jetzt Zen weg, aber der hat Lorb, deswegen verliert er das. Ja, eben. Wenn er halt Zen weg ist, kriegen wir auch einen Recovery. Und wir haben super krassen Chip Damage. Wir machen mit Skull 20-23%. Ja, aber ich meine, beim ersten Mal machen wir eh 10% plus, ne? Shadow Clown kann uns nicht tooten. Ja, dann wieder Hazen. Ich meine, er kann critten, ja, Player, aber das macht nichts. Ich würde jetzt einfach Scrollen. Ja, gut, dann hätten. Naja, dann Scrollen, ja. Na, ja, brechen das Geist, kriegen Damage, können danach wieder hazen. Und wenn wir den Burn kriegen, ist es insane. Ja, auch wenn wir hazen, tanken wir zwei jetzt, das ist fun. Ja. Wir gehen Fairy, wenn wir den Burn, wäre es auch insane. Aber der kriegt doch keine Screens mehr, was halt fein ist. Kein Burn. Ich würde trotzdem nochmal Scrollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich überlege gerade, ist Dragapult hier nicht der Play? Ich denke, der leecht, oder? Leecht der? Okay, I guess der kann leechen. Wäre dann nicht Cleft der Play und dann einfach hier Teleport. Mein Burn, richtig. Supi. Genau das, was ich haben möchte. Das ist halt kein Problem. Wir können ja immer noch Cleft Teleport und dann einen Extra-Spin. Ja. Das ist halt insane jetzt. Yep. Easy. Ich will jetzt einfach rausholen. Willst du? Also ich würde einfach teleporten und dann, wenn er drin bleibt, den Extra gehen. Nein, ist auch fein. Ich will dir den Spin rausbekommen, ich bin ehrlich. Möchtest du EQ'n? Das Ding ist halt, wenn du erst EQ'n und dann auf den Leechen? Wenn er spinnt, dann drückt er halt Leech und dann ist irgendwie nervig und... Ja. Wir können einfach Tyranitar auch gehen oder sowas. Aber ja, aber das ist dann erst, das loot immer irgendwas rein. Ich will die Rocks weg haben, ich bin ehrlich. Gehen wir in Driller, das ist okay. Wir haben Lefties und so, ist es alles fein. Was machen wir denn jetzt? Wird einmal EQ doch. Ich meine, ich möchte schon einen Spin, ne? Aber. Naja, ist klar. Ich meine, Spin ist eigentlich auch nicht so wichtig. Okay, 3, okay, 32, das. Okay, war eine der Rolls. Wie wir sehen. Das ist fein. Aber ist okay, ich meine, wir können Spin machen leider nur 4 bis 5. Das stimmt eigentlich, ja, das ist aber recht. Ja. Oh, komm mal. Ja, aber es passt schon trotzdem. Und ich meine, wenn er jetzt in Mimikyu geht, mein Gott, dann soll er in Mimikyu gehen, ne? Ist schon ein bisschen scary, auf kein Mimikyu zu gehen. Ja. Ich meine, wir sind hier nicht Sandrush. Der Du geht auf Double Protect. Oh, wir sind Sandrush, ja? Ja. Ich meine, wir machen auf Mimikyu nur 9% wegen der Disguise. Ah, nice. Okay, nice. Jetzt muss ich entscheiden. Denn der Leech, dann ist supi. Kriegt natürlich Helmet Damage, klar. Haben wir auch schon gesehen, natürlich. Rocks, okay. Aber ja, gut. Ja, wir müssen. Sollen wir nochmal spinnen? Wird nochmal spinnen einfach. Bin ich ehrlich? Ja, von mir aus. Wird jetzt halt leechen, ne? Dementsprechend killen wir das Pharaoh und das. Denkst du? Ich denke, er wird nochmal rocken. Leech wirklich? Ich kenne ihn. Ich meine, ja, EQ ist easy, der Play hier. Ja, weil alles andere gibt ihm nochmal Hazards, wenn er jetzt irgendwie denken würde, wir treffen jetzt nochmal Rocks. Und jetzt killen wir ihn einfach. Nice. Weg mit dem. Und das, ich meine, er kommt jetzt auf Packs nochmal rein, aber der Rest tötet ihn halt einfach. Ja, gut, aber das hat geburnt, Rocks und so. Und jetzt leider auf Wiedersehen. Wir sind plus 2 Speed. Ja, ist geil. Ohne Scheiß, Exka ist so ein geiles Mon, ne? Ich liebe das Ding.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Mimikyo, ja gut, ich würde einfach sagen, wieder Packs. Ja, drücken wir dem Battlehelper eigentlich gerade zu schnell, oder? Nö, ja, nee, hier wird er schon, ist er schon am Kalken. Ach, der ist schon am Kalken. Der hat Mimikyo gegen Excalibur gemacht. Dass die Kalk aktualisiert werden, ist ein bisschen noch, das ist noch so ein bisschen, naja. Hier haben wir zum Beispiel die Kalks gerade. Haben natürlich nicht plus 2, das ist noch was, was reinkommen muss. Der Crit ist halt vollkommen okay, weil wir sehen, der Shadowclaw 21 bis 24% sind außerhalb der Range, können jetzt einfach recovern. Ja, ja. Ja, ist halt easy. Das ist halt echt sehr, sehr cool, Mann. Ich sollte den Chat auch mal so zumachen, das ist ein bisschen, glaube ich, ja, das sieht sogar ein bisschen besser aus. Ja, das ist halt so das Ding. Ich würde einfach nochmal recover sagen. Ja, ja, easy. Das ist einfach das Safeste, was wir machen können. Man muss double critten, um an uns vorbeizukommen. Und wenn jetzt die Disguise, er died, wenn die Disguise gebrochen wird, oder? Nein, nein. Wie viel macht Disguise nochmal, wenn wir die brechen? 10%. Ich glaube 9, irgendwas Prozent, oder? Oder macht's Rocks Damage? Bin ich ganz sicher. Aber es macht auf jeden Fall weniger als 14. Ein Achtel. 12%, glaube ich, sind okay, es, ne? Okay. 12,5. Ja, müsste. Ja. Okay, Rachi. Ja, das ist fein. Ich würde einfach mal Scroll sagen. Ja, definitiv. Oh, Trick. Oh ja, bitte, nimm den Black Sludge. Okay, ja. Dein letztes Mon, was uns noch Probleme macht, bitte. Wir spam weiter Scald. Ja, easy hier. Holy shit. Sehen wir ja auch. Und ich meine, wenn er in Rocks reinkommt, dann stirbt er durch die Scald sogar. Er ist auch anscheinend nicht Sub-Zero, sondern Choice Gap. Okay, nee, Choice Gap schon gesehen, auch vom Damage her. Iron Head ist er natürlich geburnt, machen viel. Ja. Aber er died jetzt halt einfach. Das ist super easy. Holy shit. Scarf Packs vs. The World. Wenn der Scarf Pax das Match gewinnt, ne? Dann ist nice. Oh! Oh! Ja gut, Helios mit Mikio, aber wir brechen halt einfach seine Disguise. Und dann haben wir halt immer noch Prio mit Aquajet. Ja, ja, dann scrollen wir einfach. Okay, Keldeo. Ja, keine Ahnung, was Keldeo gegen uns macht, wenn ich ganz ehrlich bin, also Sub-CM. Wollen wir nicht einfach hier in Dragapult gehen? Wollen wir nicht scouten? Das sieht mir gechoiced aus. Das wird doch vielleicht nicht sein, dass Sub-CM wäre oder so. Wir können einmal scolden, ja. Wir können einmal scolden. Das ist nicht das Problem. Air Slash. Oh, Life Orb. Oh, das ist Life Orb. Okay. Aber in Dragapult würde ich trotzdem sagen, oder? Können wir nicht Clef gehen, wenn Life Orb ist? Stimmt eigentlich. Ja, können wir auch machen. Oh, warte. Wir wollen gegen Hydreigon nicht verlieren. Na gut, was macht mit Dragapult gegen Keldeo? Wir können Dragon pulsen, ja. Ja, von mir ist gegen Dragapult, wieso nicht? Get slashed. Meine, den brauchen wir halt nicht, wirklich. Der kann sich. Wir können jetzt auch U-turnen und dann in Clef gehen, wenn er drin bleibt. Das war auch eine Option. Ja. Und wenn er in Mimikyu geht, dann brechen wir den Disguise. Genau. Oh, okay. Ja, gut, dann in Clef. Ab in Clefy, Defy, Hydro Pump. Alles easy, wir sind Clefable. Okay, und jetzt ganz Battlehelper Kalk. Go. Ich trigger den mal ganz kurz manuell. Wie gesagt, der wird normalerweise direkt getriggert werden. Das ist nur noch etwas, was noch automatisiert und besser gemacht werden muss. Komm schon, na. Ah, wo bleibt der denn gerade stecken? Wir haben 120 Sekunden, warten wir ganz kurz mal ab. Wie gesagt, prinzipiell, das muss noch automatisieren, wenn das schneller geht, dass der das schneller macht. Ich weiß gerade nicht, wo der da feststeckt gerade. Eigentlich sollte der das auch einfach inkludieren können. Also nimmt er nur die Cakes, die im Standard-Cake drin sind, oder passt die Standard-Cakes? Du kannst auch ein Custom-Set-Body. Es ist auch egal, wir können einfach protecten, oder? Ich würde wishen, bin ich ehrlich. Weil wenn er uns mit der Hydra Pump rausnimmt, haben wir dann ein Problem. Hydra? Da haben wir immer noch Skaftrag abholt. Eben. Also okay. Und ich meine, jetzt können wir protecten. Ah, da kommt der Kalk, by the way. Aber Clef hat keine Attacks. Okay, sagen wir mal so, es ist alles noch im Beta-Fahr. Ach, das ist halt. Nee, der Punkt ist, er kennt Keldeo Resolute nicht. Ich glaube, das ist sein Ding, weil Keldeo und Keldeo Resolute nichts ist, was er kann. Das ist noch was, das muss man manuell hinzufügen, okay. Dass er Keldeo Resolute kennt und er zumindest Resolute entfernt wird. Er braucht das Minus hier für Rotom Wash oder Meat. Aber wie gesagt, das ist alles ein Beta-Ding. Ich möchte das nur ein bisschen testen. Ich möchte Reaktionen hören von Kollegen hier. Ja, Hydro und Score, das ist crazy. Schon nice. Schon nice, Mann. Super nice. Nee, ich bin gerade, also ich meine, es macht halt, also selbst für den erfahrenen Spieler, ne?
Für den Anfänger ist, dass das geil ist, das ist natürlich ganz klar, aber ich meine, selbst für den erfahrenen Spieler, du sparst dir halt theoretisch Kalkarbeit. Genau. Also das soll halt bei jedem Switch eigentlich passieren. Das hat auch mal funktioniert. Ich weiß gerade nicht, warum das nicht funktioniert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja. Ist doch immer so. Nee, das ist richtig. Ist es immer so. Ja. Willst du in. Ich würde in Tita gehen, einfach für den Sandchip Damage und dann in Packs gehen, oder? Einfach ja, zum ich finde noch nicht, dass wir Tita aktuell brauchen. Ja, der ist halt noch ganz nice gegen Hydra, bin ich ehrlich. Gegen Hydra finde ich den noch ganz nice. I guess, ich meine, wenn man noch Daunt. Obwohl, na, war das der Play hier gerade in Tita zu gehen, weil jetzt drückt er. Ja, doch, weil wir jetzt einfach. Ich meine, wir können auch hier in Exka gehen. Und guck, den schau, ich meine, wenn jetzt eine Shadow Cloud auf Packs, dann haben wir ein Problem, weil da tut es dann. Ja, meine ich, wir können auch in Exka gehen. Den Second, ich meine, Exka brauchen wir nicht mehr. Und dann in Packs gehen. Was ist, wenn er auf plus 3 geht? Ist nicht der Play jetzt einfach zu Firepunchen? Legit, man, wir können ihn, ich möchte nicht auf plus 3 gehen lassen. Weil dann kann er halt alle Shadow sneaken und kill maybe Toxapex. Na, der Crawler überlebt doch eine Shadow Sneak auch bei plus 3. Aber nicht mit Crit. Wir brauchen ihn halt nicht mehr, wenn wir Hydra Dragon pulsen können, oder? Das ist wohl wahr, ja. Ja, siehst du? Ich meine, ist fein, ne? Aber wir können jetzt halt scrollen. Ja, Easy Packs und dann einfach alles. Genau, ja. Ja, Mann. Und ich meine, der wird probably hier nochmal SD'n, oder? Weil, falls wir auf Recover Spam gehen, oder? Ja, das Ding ist halt, er kann halt trotzdem einmal attacken, wenn er sieht, dass wir SD'n. Aber ja, siehst du, er hätte gecrittet, dann wären wir gedeihen und dann wäre schlecht gewesen. So, jetzt können wir den Second hier, weil den brauchen wir nicht mehr, können Aquajet drücken und der da jetzt sowieso fast durchwuchs und so weiter. Das ist halt schon cool. Okay, Mimikyu Basker kennt er auch noch nicht. Wollen wir Crawdon gehen? Klar. Also ich meine, wir könnten auch Exka sacken, weil Exka brauchen wir halt absolut gar nicht mehr. Aber Exka ist noch ein netter Follower, oder? Ich finde, also ich meine 100% Crawdon. Und du hattest Angst vor plus 3. Nein, weil wir hätten die Disguise ja dann nicht gebrochen. Die hätten ja playruffen können. Nichts von uns würde die Disguise brechen. Hä? Ach so, ja, also effektiv war jetzt halt hier, du hast halt Tita gesackt, ich hatte Exka gesackt, glaube ich. Das war der Unterschied. Genau, jetzt einfach Clef. Und sacken. Willst du in Clef gehen? Ich würde Exka sacken, wieder, also. Ist ja egal. Ja, das theoretisch ist egal, ja. Naja, die Punkte hat er gewonnen jetzt ab dem Punkt. Ich würde trotzdem Exka sacken. Ich würde teleporten und dann aber in den Dragapult gehen. Aber ich mach meine Plays. Du machst deine Plays. Okay, dann mach deine Plays. Nee, lass mich erklären, weil Clef gewinnt halt gegen Hydra und wenn halt. Wenn Hydra Flash Cannon und Hydra nicht killt, dann gewinnt halt Clef. Ja. Aber ich meine, Modest, Dragapult, KO sowieso hier Hydra, also von dem her. Weiß ich nicht. Okay, wir haben ein paar Cakes ausgelassen. Okay, nevermind, hast recht. Ja. Ja gut. Wir sehen auch gerade die Cakes, ne? Ich meine, zu dem Team muss man sagen, Draco ist besser, aber ich habe halt wirklich, wirklich keinen Bock zu missen, ne? Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause, in der ich das ganz kurz mal fixe. Gut, da sind wir wieder. Wir konnten den Fehler jetzt gerade nicht direkt finden. Es sollte theoretisch funktionieren. Es ist noch irgendwas Problem der Image-Logik, aber das wird im Verlauf gefixt. Es ist wie gesagt eine kleine Beta-Version und wir machen währenddessen ein kleines paar Showdown-Games. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal, ob man das Team von ihm sieht irgendwo. Auf jeden Fall aufs Morgen, wo das nicht gepostet hat, auch nach Tara hätte ich jetzt nicht gedacht. Was meinst du? Ich finde halt Crawland sieht eigentlich recht cool, außer Elite-Tragerpult. Aber, ja, also das Ding ist, wenn ich einen Dragapult sehe, dann liebe ich eigentlich immer Dragapult. Okay, dann machen wir das mal. Umbreon. Ich meine, Umbreon ist halt auch completely fine, oder? Ich meine, er leadet quasi mit seiner Fee. U-turn wir einfach und gehen dann in Clef und teleporten raus. Ja, U-turn tun wir auf Zone, auf jeden Fall. Ja. Er sollte jetzt Baton passen eigentlich, aber gut. Außer Baton Pass ist gebannt. Du hast recht. Wir sind nicht in der Liga. Er kann uns nix kann er uns. Ah, mein Name ist Clefable. Genau, der kann uns Foulplayen. Der kann uns Toxicen, der kann Wishen. Oh nein. Oh nein. Gib mir. Crawdon, let's go. Ja, okay. Wie gesagt, Tyranitar, aber Crawdon ist auch cool. Ich würde einfach. Ja. Crap, haben wir irgendwas um. Oder der Liquidation. Cool. Einfach. Ja, ich will nicht missen. Bam. Ich will die nicht missen. Drücken als erstes. Was machen wir gegen? Gehen wir nicht einfach Clef? Ja.
Das Ding ist, gegen den haben wir eigentlich hier Exka. Ich meine, wir gehen jetzt in Exka und dann. Wir teleporten uns einfach in den rein. Okay, was machen wir gegen seinen Exka? Crawlern wieder? Manocken? Ja, können wir machen. Ich meine, es ist halt relativ irrelevant. Weil er kann uns nicht ausnocken und jetzt. Bam! Damage, holy shit. Deite nicht? Okay, warte. Ja, der deite. Wir können weiter knocken. Ich muss das nochmal triggern. So, warte. Nee, das ist. Ah, er ist noch ein bisschen weiter hinterher. Goddammit. Okay, mit den Bildern ist ja irgendwas komisch. Er geht von GIFs aus und ich muss eher feststellen, welcher. Er kann noch nicht ganz richtig feststellen, welches Pokémon jetzt gegen was ist. Da hat er ein kleines Problem mit. Und das ist aktuell noch. Ich weiß noch nicht genau, was das ist, ob es jetzt in meinem Browser irgendwas schief läuft. Irgendwas läuft aktuell noch schief. Das hätte ich jetzt gerne in Kegel gehabt, ne? Aber na gut, was willst du machen? Drück mal Knockoff. Und eine Menge Schaden gegen Ambion. Okay, kommt ja auf jeden Fall ein bisschen hinterher. Wir töten den, also nochmal Knock. Nice. Das ist Bandit Crawler, guys. Ist viel Spaß. Packs einfach. Ich würde den Tital gehen, oder? Ja doch, ja, Packs, doch. Ich meine, Packs hat zum Pilzen, ne? Oh, SDD. Also maybe, aber DD Darts. Möchtest du einmal scolden? Ja, ich möchte scolden, bin ich ehrlich. Wait. Moment. Was hat er vor? Ist er disabled? Lass einfach mal recover. Haste den Boy. Weg mit dem. Ja gut, jetzt scolden. Komplett geht das durch, ja. Aber sobald wir den Burn bekommen, haben wir halt einfach gewonnen. Ja. Recover, Haze. Oh, wir sind noch nicht mal infested gewesen. Wollen wir raus? Wenn dann Tyranitar uncrunchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt nochmal Infestation wird. Nee, scolden wir nochmal. Na, scold, wenn er jetzt die Deed. Obwohl, warte mal. Ja, recover nochmal. Ja, meine ich doch. Das ist die Frage. Okay, er geht in Packs. Ich würde ja den Exka gehen wollen, oder? Einfach für die Rocks. Nö, klar, von einfach teleporten in Exka, oder? Ich glaube halt nicht, dass er. Es gibt nie einen Reason, nicht in Clef zu gehen, oder? Was meinst du? Was würde er jetzt hier machen? Würde er einfach scolden? Um für den Burn zu fischen? Ich denke, er wird recovern und ich möchte halt die eine Turn. Ich möchte ihm die Free Turn nicht geben, weißt du? Belly sagt, wir gehen in Exka. Knockoff ist genauso fein. Ja, kriegen halt die Rocks. Also, maybe. Vielleicht. Und Crawdont und einfach Crabben. Ja, können wir machen. Spielen sich Mr. Krabs. Wait, Jute. Okay, das ist aber Rocks League, ne? Das ist fein. Oh, ist halt Lefties. Wait. Dragon Guards killen uns aber trotzdem. Will wieder in Packs gehen. Ich glaube auch nicht. Man hat halt. So, jetzt haben wir halt die Rocks liegen, ne? Was schon mal ein kleiner Vorteil ist. Ja. Okay, Coronite back. Drück mir nicht was Gold so, was macht der uns da? Ja. Die fuckt er halt. Das geht mit den Gifts jetzt wieder schneller ein bisschen. Wie gesagt, das ist. Wollen wir weiter scolden jetzt erstmal? Ja, irgendwas Burn ist halt immer nice, ne? Ja. Und wenn es das Packs, dann ist es das Packs. Genau, mit seinen Packs geburnt ist, kein Black Flash mehr geburnt. Ne, nice. Oh, ja, immer Downgrade chippen. Jetzt können wir halt einfach in. Ah, er hat Knock, ne? Ja, nee, Clef, Wish, Teleport, Crawdon, let's go, hochheilen. Eigentlich schon, hast recht. Mann, was will er jetzt machen? Ja, der will hier weg mit dem. Will jetzt einfach scrollen, nicht mehr. Ja, doch. Wish ist wichtig. Ja, Wish, ohne Probleme. Wish ist wichtig. Ja, jetzt gehen wir straight einfach ohne Teleport in Crawdon, oder? Denkst du, ich habe Angst, dass er eventuell Body pressed, weil er irgendwas predicted. Gesundheit. Dankeschön. Ja. Wenn ich mich daran erinnere, werde ich das rausschneiden. Und ab in Crawdon. Zack. Wir sind wieder back. Wir knocken wieder. Bist du knocken? Ja, knocken. Können einfach liquidaten, oder? Das ist die Frage, macht Knock oder Liquidation mehr auf hier Toxapex? Ganz kurz, Headmaths, Liquidation ist 85, sind 170, sind 85 und Knock ist 65 mal 1,5. Ja, Knock macht mehr. Mensch, hätte ich jetzt einen funktionierenden Battle-Helf. Aber hier ist immer Knock. Also, aber wir gucken, wenn ihr, weil das immer noch auf Clip. Okay, er ist immer noch behind. Gehen wir jetzt wieder ins Exka und rocken? Ja, ich glaube auch nicht, dass er jetzt scoren wird. Ich glaube, er würde sagen, oh, guck mal, Clef kommt mal. Ja, natürlich. Ja, das wird jetzt ein bisschen was dauern, guys. Ich meine, wenn das. Ja, weil wir halt jetzt Semi-Stall bekommen haben, ey, das ist nervig. Ich meine, er kann jetzt auch scoren, oder?
Ich meine, wir können da auf EQ gehen, aber das Ding ist, sein saferer Play ist halt einfach in Corviknight zu gehen. Ich meine, wir werden nicht geburnt. Ja, und ich meine, jetzt können wir... Wollen wir? Ich möchte Corviknight predicten. Können wir Tyranitar gehen? Wie viel macht wir Tyranitar können Tyranitar gehen? Ja, wir können Tyranitar gehen. Nice. Ich meine, Fire Punch O-Code nicht, aber er macht halt trotzdem Millionen. Okay. Ich meine, wir können jetzt immer noch hier crunchen, oder? Ja, ohne Probleme eigentlich. Corviknight kommt rein, aber da wird schon Damage genommen, Crunch kommt. Oh, und Fire Punch killt. Ja. Let's go, Fire Punch. Nice. Adamantita ist so ein Biest. Kein Defog mehr. Tyranitar wurde sowieso gesaved im OU. Kein Switch in mehr in EQ, was noch viel wichtiger ist. Ja, genau. Und wir haben auch kein Switch in EQ. Ich glaube, ich bin ehrlich, ich würde einfach Fire Punchen. Keine Ground Resist Play. Brauchen wir nicht, wir Fire Punchen einfach und killen den. Ah, okay. Wir killen den fast. Aber ich meine, wir brauchen unseren Sand nicht, von dem her einfach weiter Fire Punchen. Naja, schon. Sandwash ist schon nice. Wir ballern einfach alles um. Er ist nicht Mode Break, okay, lass das mal. Ja. Oh mein Gott, wir keepen den Sand. Wait, jetzt behalten wir den Sand auf jeden Fall, weil Excool einfach gewinnt. Was wollen wir machen? Gehen wir einfach in Clef, Wish, Teleport. Stimmt, wir kriegen Tyranitar wieder hoch. Na, nicht Tyranitar, Tyranitar, Schmanitar. Wir kriegen auch Excadrill wieder hoch. Ist okay, wir kriegen alles hoch. Ich meine, Excadrill ist in erster Linie jetzt wichtiger, weil dann spammen wir einfach. So, let's go. T-Spikes. Ja, Excar, oder? Excar, Schmexcar. Wir sind back. Ja. Wir sind einfach back und jetzt böllern wir dieses Toxapex in Oblivion. In die Oblivion. Bam! 67, Mann. Und da wir Belly Spread sind, werden wir nicht geburnt. Ja. Belly Easy. Spreads mit den Belly Strats. Wollen wir jetzt auf dem rocken, einfach aus Dominance? Wie denn? Ja komm, let's rock hier den weg. Rock my soul in the bottom of it. Ja, siehste, Moonblast und jetzt weg mit dem. Immer weil wir die Cakes haben. Wie viele Leute die sind interessiert. Gut, dass wir die Cakes haben, Mann. Gut, dass wir die Cakes haben. Titasek. Ja, einfach, wir können aber Packs gehen. Ja, Packs und das gleiche machen wie vorhin. Genau, wir haben auch raus, genau. Gehen wir Hazen. Ich meine, ab dem Moment, so wenn er jetzt hier irgendwann mal Halligalli macht, dann ist okay. Ja, und jetzt Gold, burn den Pisser. Burn! Nope. Ah, okay. Ja, ich meine eigentlich, das ist ein bisschen scary. Na, recovern hier. Recovern danach, okay, er killt uns. Ja, das ist fein, jetzt können wir einfach Deep Pulsen. Ja. Killt Deep Pulse? Ja. Ja, der killt. Dafür ist Modest. Belly sagt, es killt. Deswegen killt's auch. Okay, nevermind, auf Wiedersehen. Jetzt ist sowieso einfach geworden mit Excadrill und Belly sagt, es killt. GG. Okay, aber prinzipiell zumindest der Hauptpunkt, das Ding ist verstanden. Und was das cool Ding ist verstanden? Das Grundprinzip meinst du? Ja, schau mal, wenn wir jetzt hier mal das Replay uploaden, dann darf man nochmal sagen, hey, guck bitte nochmal nach, was der so für ein Team haben könnte und was der so für Sets haben könnte. Das heißt, wenn du einmal Replay saves von wem, oh, guck mal. Ach, wer hatte erst Dragon Dart, Civilization, Iron Rock, okay, interessant, oh, das war nicht so. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, der guckt nach Replay-Scoutern, der guckt nach Sachen im Smogon-Dam, das heißt, wenn es einmal auf Smogon gepostet wurde und du es hier verwendest, was ich gerne mache, da kriege ich bei wohl meine Teams immer Shoutouts, findest du es direkt, weißt direkt, was der Gegner spielt und wenn die kleinen Kinderschwierigkeiten mal rausgefunden wurden, dann ja, kann man auch die Cakes jede Turn dann einfach sich angucken und hat einfach eine gigantische Utility, vor allem wenn du auch sowas wie Smogon-Tour kämpfst oder sowas. Wenn man sich das mal vorstellt, wo Leute halt in verschiedenen Kämpfen halt dasselbe Team manchmal bringen, dann hast du da einfach einen immensen Vorteil. Oder ja, bei einem CPP, wenn ein Replay nicht als Hidden abgespeichert wird, als öffentlich abgespeichert wird. Du meinst bei einem Data-Event? Bei einem CPP, wo... Na, ich meine, bei einem CPP wär's ja schwierig, weil ich ja die Live-Kämpfe sind. Bei einem schlecht auf Online-Showdown-CPP, ich darf ja noch träumen, Belly.
Okay, guys. Das war das die kleine Live. Wie gesagt, ich wollte einfach mal ein bisschen gucken, so ein bisschen Belly zeigen. Belly ist mein Hype-Mann. Hype-Mann, Belly, was sagst du dazu? Also generell finde ich das sehr, sehr nice, vor allem wenn du auf Turnieren spielst, dann savest du dir damit unglaublich viel Zeit, damit du halt nicht die ganzen Replays deines Gegners durchforsten musst. Okay, kenne ich das Team? Welches Team ist das jetzt? Der schreibt dir das einfach hin und dann, ja, und dann spart ihr dir sogar manchmal Zeit beim Kalken, wenn er das richtige Set draußen hat, weißt du? Dann siehst du gleich. Na, wie gesagt, ich möchte noch Custom-Sets integrieren, das heißt, du kannst dein eigenes Set einfach reinklatschen und fertig. Dann hat er halt da direkt immer dein eigenes Set und dann, ich möchte mal gucken, wenn du Custom Sets generell einfach ein Custom Set drin hast, dass er dann immer nur das Custom Set nimmt, das würde halt auch viel Zeit direkt sparen in den Cakes. Aber wie gesagt, ich gucke einfach mal Ja. Wie gesagt, und wenn das irgendwann mal in der Public Beta ist, ja, ich schätze mal, du nimmst das als Advertisement her, dann ist es natürlich auch appreciated, wenn man das benutzt und dann Bugs, die man beim Benutzen herausfindet, dann auch an Bene schickt, damit man die beheben kann. Genau, aber ja. Wir haben ein paar Sachen hier rausgefunden. Ich wollte es auf jeden Fall nicht alleine testen, weil das ist mir zu langweilig. Deswegen habe ich meinen Hype-Mann-Belly dabei. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Experiment hier gefallen. Wir wussten ein bisschen, was die Mons machen, bevor die Gegner wussten, dass wir es wussten, was gut ist. Dieses Grimmsnarl, ich meine, wir sind Lower Ladder, ne? Ganz komplett unten, weil ich diesen Count eben erst erstellt habe. Aber dieses Grimmsnarl zum Beispiel mit Lefties, dass wir halt direkt wussten, T-Wave, Torn und so weiter, wusste man halt direkt, was du machen kannst. Der hat keinen Spirit Break, konnte damit Tita drin bleiben, konnte einfach Fire punchen ohne eine Sorge in der Welt. Genau. Okay, super. Dann verabschiede ich mich und sag bis dann. Und ciao. Tschüss.